Mindener Tageblatt. Das ist Tim. Er ist 19 Jahre alt. In diesem Jahr darf er das erste Mal wählen. Tim wohnt in Petershagen. Das ist der Wahlkreis 88. Seine ältere Schwester ist vor einiger Zeit nach Minden gezogen. Das ist ein anderer Wahlkreis, nämlich 89. Dort gibt es dieses Jahr 4000 Jungwähler. In den beiden Wahlkreisen treten jeweils 7 Direktkandidaten an. Jeweils einer von SPD, CDU, Grüne, FDP, Piraten, Linke und der AfD. Von den Kandidaten hat Tim noch nie etwas gehört. Also informiert er sich erst einmal, wer sie sind und für welche Ziele sie sich im Düsseldorfer Landtag stark machen wollen. 2 Themen interessieren ihn besonders. Einmal die hohe Zahl der Einbrüche, also die innere Sicherheit. Zum zweiten, wie es in Sachen Bildung weitergehen soll. Denn Tim hat gerade erst sein Abitur geschafft. Auch mit seinen Arbeitskollegen unterhält sich Tim über die Wahl. Tims Firma exportiert viele Waren ins Ausland. Darum wollen er und viele seiner Kollegen Parteien wählen, die die europäische Wirtschaft stützen. Nicht zur Wahl zu gehen, kommt hier für niemanden in Frage. Denn Tim und seine Kollegen wissen, Nichtwähler stärken die extremen und nationalistischen Parteien. Vor dem 14. Mai berichten Zeitungen, Radio und Fernsehen viel über die anstehende Wahl. So kann er sich nach und nach eine Meinung bilden. Tim darf 2 Kreuze machen. Mit der Erststimme in der linken Spalte des Stimmzettels können die Wähler ihren Direktkandidaten nach Düsseldorf schicken. Mit der Zweitstimme wählen sie die Partei. Sie entscheidet darüber, wie viele Kandidaten eine Partei insgesamt in den Landtag entsenden darf. Eine Partei muss bei der Wahl mindestens 5% der Wählerstimmen erreichen, um im Parlament vertreten zu sein. Welche Partei oder Parteien an der Regierungsbildung beteiligt sind und welche die Opposition bilden, hängt davon ab, wie die Mehrheiten im Landtag aussehen. Insgesamt treten in diesem Jahr 31 Parteien an. Mit seiner Wahlbenachrichtigung marschiert Tim am 14. Mai ins Wahllokal. In der Wahlkabine kann er ganz geheim ein Kreuz für seine Lieblingspartei machen. Dann kommt der Stimmzettel in die Wahlurne. Alternativ hätte er auch per Briefwahl abstimmen können. In Deutschland wird immer sonntags gewählt. In diesem Jahr fällt der Tag auf den Muttertag. Also gibt es zur Belohnung Torte für alle. Tim ist mit seiner Entscheidung zufrieden. In den nächsten 5 Jahren wird er die Arbeit von Regierung und Opposition in Düsseldorf im Auge behalten. Und wenn er nicht zufrieden ist, bei der nächsten Wahl vielleicht anders abstimmen.